Hanna möchte eine quadratische Pyramide aus Pappe bauen. Es soll nicht mehr als 400 Quadratzentimeter verbaut werden und die Grundseitenlänge beträgt 8 cm. Wie hoch kann die Pyramide maximal werden? Du siehst, ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen rumgekrakelt. Ich habe es einfach mal ein bisschen vorbereitet, damit das Video nicht zu lange geht. Die Grundseitenlänge ist a gleich 8 cm, das siehst du hier, das habe ich hier nochmal rausgeschrieben. Dann die allgemeine Form zur Berechnung von Oberflächen ist O gleich G plus M. G ist die Grundseite, das ist dieses gelblich eingefärbte hier, plus die Mantelseiten, also die komplette Ummantelung. Das ist nämlich 4 mal. Also ich kippe bei so einer Pyramide ja von jeder Seite eine so eine Dreiecksplatte gegen. Das sind also 4 Platten auf allen Seiten zusammen, somit 4 mal. Und dann eine Platte bemisst sich immer aus der Formel 1/2 mal A mal HA. Warum? Das habe ich dir ja auch angezeigt. Dieses HA hier, das ist die Höhe, die auf einer Seite A steht. Das ist nicht nur hier bei dieser rechten Platte, bei dieser rechten Dreieckseite so, sondern auch bei der vorderen Dreieckseite und bei allen anderen auch. So, und die Formel ist nun mal so, dass von so einem nicht gleichseitigen Dreieck ist die Formel 1/2 mal Seite A mal Höhe HA. Also die Höhe ist dann das hier. Das könnte man sich jetzt hier so rausmalen. Also wenn ich mir das jetzt hier so rausmalen würde, dann würde die vordere Dreieckseite, die würde so aussehen. Hier geht dann diese Höhe HA, die geht so von oben hier runter und steht hier auf der Seite A. Und insgesamt bemisst sich das dann eben die Fläche aus 1/2 mal A mal HA. Guck dir einfach die Videos nochmal an, da hatten wir letzte Klasse, also in der Klasse 8 hatten wir was dazu. Und ja, klick dich mal durch die Videos, alles was so mit Geometrie und Satz des Pythagoras und Dreiecken und so zu tun hat, da siehst du das nochmal und da kannst du dich nochmal up to speed bringen. So, jetzt haben wir aber die Sachen, haben wir jetzt eigentlich alle, deswegen ich mache das jetzt hier nochmal weg, um einfach ein bisschen Platz zu sparen. Und wir können jetzt somit loslegen. Also, Oberfläche ist also a Quadrat. A Quadrat ist die Grundseite, denn eine Seitenlänge hier ist a und alle Seitenkanten sind a's. Also die Fläche bemisst sich natürlich aus a mal a, so wie wir das immer gemacht haben bei so einer viereckigen Fläche, also a Quadrat plus, und jetzt kommt die Ummantelung, 4 mal die Dreieckseiten, also 1/2 mal a mal ha. Wie sich HA bemisst oder berechnet, habe ich dir auch hier nochmal hingeschrieben. Haben wir auch schon zigmal gemacht, aber ist immer wieder so, dass ich Fragen kriege oder in den Kommentaren steht, ey, wie war denn das nochmal? Also deswegen haue ich das hier gleich einfach mal mit rein. HA ist ja diese Höhe hier, ne? Und hier ergibt sich ja ein Rechteck, ein rechtwinkliges Dreieck. Dieser rechte Winkel ist hier zwischen dieser roten Seite H und der türkisen Seite A halbe. Denn das ist ja a halbe, dieses Türkise. Ganz einmal rüber wäre ja a und die Hälfte davon a halbe. Somit habe ich meine beiden Katheten und ich kann den Satz des Pythagoras anwenden. Die Hypotenuse ist ha. Das nehme ich zum Quadrat, ist gleich h Quadrat plus a halbe zum Quadrat. Daraus dann die Wurzel gezogen, habe ich dann ha ist gleich die Wurzel aus h Quadrat plus a halbe zum Quadrat. Also überhaupt kein Hexenwerk an dieser Stelle. Das, was du dann da ausgerechnet hast, setzt du einfach da oben ein. So, und wir können jetzt loslegen hiermit. Also, O, brauche ich nicht nochmal hinschreiben, ist nämlich hier gegeben 400 Quadratzentimeter. Also, 400 Quadratzentimeter ist gleich A Quadrat. A ist 8 cm. Das Ganze zum Quadrat sind 64 Quadratzentimeter also. Plus 4 mal 1/2, das sind, ja, 4 davon die Hälfte ist 2, also 2 mal a, a ist 8 cm, mal ha, und ha ist ja hier diese Wurzel, die du hier siehst. Die macht mir auf jeden Fall noch am meisten Bauchschmerzen, aber die kriegen wir auch noch weg. Dauert nur ein paar Schritte. H Quadrat plus a halbe, ach nee, das wollte ich gleich einsetzen, genau. Weil das einfach ein bisschen Platz spart. A halbe zum Quadrat. A ist 8, 8 halbe sind 4, 4 zum Quadrat sind 16, also H Quadrat plus 16. Das sieht dann auch alles ein bisschen netter aus. So, hier können wir eigentlich auch noch ein bisschen zusammenfassen. Das sind ja dann 16 cm, aber können wir auch in dem nächsten Schritt machen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erst einmal das so, dass die Dinge, die mit dem H nichts zu tun haben, einfach mal auf die andere Seite kommen. Also, minus 64 Quadratzentimeter. Das ist mir hier schon mal wichtig, dass diese Sache hier schon mal rüberkommt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite 336
Quadratzentimeter, sozusagen 400 Quadratzentimeter minus diese 64 Quadratzentimeter, ist gleich, und dann hat man hier 16 Zentimeter mal, ach so, hier unten steht natürlich nicht nur eine 16, sondern das ist natürlich alles mit Quadrat, also Quadratzentimeter. Sorry, das muss natürlich damit dazu. So, 16 cm mal, und jetzt steht hier die Wurzel aus h² plus 16 Quadratzentimeter. Da können wir im Moment noch nichts mitmachen. Jetzt teilen wir erst einmal geteilt durch 16 cm. Dann hat man hier 336 geteilt durch 16 ist gleich 21. Und das Quadratzentimeter verliert da oben im Exponenten eine Einheit, weil wir teilen ja durch Zentimeter, also könnte man hier kürzen. Ist also noch 21 cm ist gleich Wurzel aus h² plus 16 cm zum Quadrat. So, jetzt ziehe ich, oder jetzt nicht ziehe ich, sondern quadriere ich auf beiden Seiten. Dann habe ich hier 21 zum Quadrat sind 441. Und auch das Zentimeter wird jetzt zum Quadratzentimeter, ist gleich, und auf der anderen Seite fällt die Wurzel weg. Ist also h² plus 16 Quadratzentimeter. Jetzt noch minus 16 Quadratzentimeter, dann habe ich 441 minus 16 sind 425 Quadratzentimeter. Ist gleich h². Und jetzt habe ich das h fast freigelegt, jetzt muss ich sozusagen nur noch die Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Also die Wurzeln sind also 20,62. Also daraus folgt, h ist gleich 20,62. Und dann natürlich Zentimeter, weil h ist eine Höhe, die wird in Zentimeter angegeben, ist halt eine Strecke. Und das Zentimeter zum Quadrat, das sieht man ja auch, verliert durch die Wurzel hier sein Quadrat und deswegen wird es zu Zentimeter. So, also, die Antwort ist, wenn Hanna für ihre Papppyramide nur 400 Quadratzentimeter Pappe einsetzen will, dann muss sie sich mit einer Pyramidenhöhe von 20,62 Zentimeter hier begnügen. Eine quadratische Pyramide mit der Grundseite A und der Höhe H wird um das obere Drittel zu einem Pyramidenstumpf gekürzt. Wie viel Prozent des ursprünglichen Volumens hat der Pyramidenstumpf? Also, wie viel Prozent des ursprünglichen Volumens? Grundsätzlich hat die Pyramide, sieht der so aus. Das ist das komplette Volumen und das berechnet sich hier so. Also, Volumen ist gleich ein Drittel mal G mal...